Herr Dr. Rutz, wir sind in Hochgurgl in Österreich und Mercedes zeigt jetzt seit Jahren Kompetenz in Sachen Vierrad. Was ist denn in diesem Jahr besonders? Was zeigen Sie für Fahrzeuge? Ja. Also dieses Jahr startet der Event hier auf dem ÖAMTC Sicherheitszentrum in Weinsburg. Und wir zeigen hier jetzt nicht nur Winterfahrbetrieb, sondern wir zeigen allgemeinen Allradfahrbetrieb von dem neuen CLA und dem CLA 45 AMG. Diese neue Viermatic-Technologie ermöglicht es auch, unsere Vorderrad angetriebenen Fahrzeuge jetzt als quasi permanent Allradfahrzeuge dem Kunden anzubieten. Wir können sehr hohe Momente damit übertragen, sehr hohe Leistungen und bieten damit sehr viel Fahrspaß und Fahraktivität. Fahrsicherheit ist eine Sache, die man, ich sage ja, ein frontgetriebenes Fahrzeug ist eigentlich auf Hochreifwert immer ein sehr, sehr sicheres Fahrzeug, insbesondere wenn es ein Mercedes ist. So, und im Schneebetrieb ist ganz klar auch der Allradantrieb noch eine weitere Sicherheitssteigerung nochmal dieses Fahrzeugs. Dieses System ist zugeschnitten für unsere Frontantriebsarchitektur und ermöglicht jetzt durch diese variable Momentenverteilung hier eine, sag mal, optimale Verteilung der Antriebsmomente auf die beiden Antriebsachsen. Für Frontantrieb ist das das System. Für unsere Standardantriebe halten wir nach wie vor unseren Viermatic-Antrieb mit der festen Momentenverteilung bereit. Und in welchen Fahrzeugen werden wir schlussendlich die neue Technologie sehen? Das ist zunächst mal für alle frontgetriebenen Fahrzeuge machbar. Zeigen tun wir hier ganz klar die CLAs, die werden das auf jeden Fall bekommen, und der A45 AMG ist ja auch schon so kommuniziert.